schön zusammen. Wunderbar, die Konsistenz ist richtig gelungen. Das Omeletti. Ist jetzt gleich fertig, also zoomen wir mal einfach mal näher ran, damit ihr seht, wie das eigentlich aussieht. Erstmal servus, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Lobby's Kochstunde. Und zwar mache ich heute ein spanisches Omelett. Das ist ein einfaches Essen mit wenigen Zutaten und es schmeckt trotzdem richtig lecker. Das zeige ich jetzt und deswegen fangen wir an. Was brauchen wir dafür Zutaten? Das wären folgende. Und zwar hier Kartoffeln, 8 bis 12 Stück, je nachdem wie groß die Kartoffeln sind. Dann haben wir 4 bis 5 Zwiebeln, 8 Eier, Salz und Olivenöl zum Anbraten in der Pfanne. Wie ist die weitere Vorgehensweise, also wie sind die weiteren Schritte? Also wir nehmen erstmal die Kartoffeln und die Zwiebeln, schälen die und schneiden die dann in mittelgroße Würfel. Dann geben wir richtig viel Olivenöl in die Pfanne und braten dort dann die Kartoffeln und die Zwiebeln an. Ganz wichtig, die Kartoffeln und die Zwiebeln, die sollen gar werden. Also die dürfen dabei aber nicht anbrennen. Also, packen wir es an. Schalte ich die Pfanne ein und gebe richtig viel Olivenöl in die Pfanne. Nun, die Pfanne wird heiß, jetzt gebe ich die Kartoffeln in die Pfanne und die Zwiebeln auch hinzu und schalte das Ganze runter. Die Kartoffeln müssen gar werden und dabei dürfen sie auch nicht anbraten, auch nicht braun werden. Also schön gemächlich mit viel Olivenöl schön andünsten sozusagen. Nicht zu vergessen, das Ganze immer wieder vorsichtig umrühren. Ich möchte hier jetzt auch keinen Brei verursachen. Also immer schön vorsichtig umrühren. Jetzt sind die Eier dran, die schlagen wir jetzt auf und geben die hier in die Schüssel. Dann nehmen wir einen Schneebesen und rühren das Ganze gut durch. Die Kartoffeln sind jetzt gar und gebt die jetzt in den Sieb, damit sie abtropfen können, weil wir haben hier einfach ein bisschen zu viel Olivenöl dabei. Bevor wir jetzt die Kartoffeln hier in die Eier geben, salzen wir sie jetzt noch. Die Eier mit reichlich Salz. So, wir geben jetzt die Kartoffeln in die Eier und rühren das Ganze jetzt gut durch. Und geben das zurück in die Pfanne. Und die Pfanne stellen wir jetzt wieder auf den Herd. So, wir drücken das Ganze jetzt schön glatt, die Oberfläche, weil nachher
wenden wir das Ganze mit einem Teller und dann muss die Oberfläche glatt sein. Wir lassen das Ganze jetzt bei niedriger Hitze dann noch stocken. Ich habe jetzt hier einen Teller, den lege ich jetzt hier auf die Pfanne drauf und dann versuche ich das Omelett umzudrehen und wieder in die Pfanne zurückzugeben. Also fangen wir an damit. Ja, hat super funktioniert. Und jetzt lasse ich das noch für weitere 5 Minuten nochmal in der Pfanne und dann müsste das Ganze fertig sein. So, das Omelett ist jetzt gleich fertig, also zoomen wir einfach mal näher ran, damit ihr seht, wie das eigentlich aussieht. Und ich denke, das ist richtig gelungen. Die Farbe sieht richtig lecker aus und wir werden es auch gleich probieren, ob es auch dann richtig gut schmeckt. Es ist jetzt soweit, also jetzt holen wir ein schönes Stück mal auf den Teller. Das schneiden wir einfach wie ein Kuchen, ein Teil einfach davon raus. So. Bleibt schön zusammen. Wunderbar, die Konsistenz ist richtig gelungen. Und jetzt wird auch wieder spannend. Wie schmeckt das Ganze? Genau so muss ein spanisches Omelett schmecken. Richtig gut und richtig lecker. Wenn man bedenkt, wie einfach das ist, wirklich hervorragend. Gutes Omelett, das ist jetzt fertig und es gibt nachher meine Mahlzeit. Und morgen Mittag gibt es den Rest zum Essen. Aber wir sind wieder am Ende angekommen von meiner Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Schön zusammen, wunderbar, die Konsistenz ist richtig gelungen. Ist jetzt gleich fertig, also zoomen wir einfach mal näher ran, damit ihr seht, wie das eigentlich aussieht. Das Omeletti,